Gut, dann habe ich mich an. Guten Abend. Wie haben Sie das Thema vor einer Woche gegeben? Also Sie haben mir etwas erzählt, Pro Lindenberg. Mir ist der Pro Lindenberg vorher nicht bekannt. Als ich ihn googelt habe, ich gesehen, das ist erst 2017. Bin ich also nicht so traurig, dass ich es nicht könnte. Die Auseinandersetzung mit dem Lindenberg als Teil auch vom Seetal, vom Bülztal, hat mich sofort gereizt. Weil ich bin als Bub bin ich immer im Waldhaus, im Herrlichberg oben gesehen und habe die Landschaft hinten gesehen. Also ich habe das schon vor ein paar Jahren schon erlebt. Via Entlebuch, Hofteren sind meine mütterlichen Verbindungen. Und das habe ich ein bisschen als Anlass genommen, dass ich ja das Seetal eigentlich gerne etwas dazu sagen möchte. Das Thema war Landschaft und Pflanzenwelt. Da dachte ich, Landschaft, was erzähle ich da? Ich habe dann so in den Fachpublikationen nachgeschaut, was so die Leute, die sich mit Landschaft beschäftigen, was die für Definitionen haben. Ich erspare euch das zu sagen. Das sind ganz komplizierte Sätze. Aber im 1904 hat einer gesagt, wenn sich Forscher mit den Details beschäftigen von einer Landschaft, haben sie plötzlich das Bedürfnis, einmal zurückzustehen, wie der Maler, für wieder einmal das Gesamtbild betrachten, bevor man wieder ins Detail geht. Das hat mich dann gereizt. Jetzt bin ich nachher wie ein unruhiger Tiger durch meine ganze Wohnung gelaufen und habe einfach alle Bücher zusammengekratzt, wo irgendetwas mit dem Seetal könnte drinstehen könnte. Ich habe mich einen Tag zurückgezogen und ein bisschen philosophiert darüber dienen. Und darum werde ich Ihnen jetzt vor allem an meinen Bildern etwas zeigen. Also ausschnittweise, spotlichtmässig, wo sich dann vielleicht in euren Köpfen gewisse Verbindungen dann zusammenfügen. Es gäbe zu jedem Thema ganz viel zu erzählen. Ich versuche mich auf die 20 Minuten zu beschränken. Und wenn ihr etwas wissen wollt, kann man sie in Diskussion haben. Wir können später mal eine Exkursion machen, weiss ich nicht, ich bin offen, aber für den heutigen Abend bleiben wir spottlichtartig. Wenn man will, eine Landschaft hat eine Geschichte. So wie ein Mensch eine Geschichte hat. Ein alter Mensch denkt noch nicht gleich wie ein junger Mensch. Hat noch nicht die gleiche Physiognomie. 20.000 Jahre hat jemand gesagt, das finde ich ein keck. 20.000 Jahre haben wir noch Eis gehabt, aber bleiben wir etwa bei 12.000 Jahren. Also ich gehe jetzt in Hocheiszeit. Wenn Sie ins Palwilum, in die Kiesgrube, dort habe ich auch mit dem Lötscher zusammen das Zeug dort, begleitet, wo der Ebbe Niesen da die ersten Zentren in ein Museum können bringen konnte. Dort gibt es da die wunderbaren Wandbilder. Ich weiss nicht, Sie haben es schon gesehen, mal dort im Kiesturm. Und da zeichnet ein Künstler, wie das jemand ausgesehen haben im Seetal. Hat man aber hier das Mammut, weil es ja um die Zähne geht, das Mammut reingelegt. Jetzt bin ich schnell reingehockt und habe mir das. Haben wir das einmal wegretuschiert, dass man es auch jemand aussehen wie das gesehen hat, wenn man hier jetzt irgendwie auf dem Lindenberg ist und sieht, dass das Eis langsam zurückzieht. Einmal bin ich in den 80er Jahren auf Amerika geflogen und da konnte ich nicht schlafen. Da hat es die Polarroute gegeben. Da konnte ich mit so einem Hobby-Fotoapparat rausfotografieren, da zum Fenster zu den Türen raus. Und da habe ich begriffen, was passiert ist. Also wir hatten eine Landschaft, wo der Gletscher ist. Und der Gletscher hatte eine gewisse Dicke gehabt. Ich rede wohlgemerkt von der letzten Eiszeit, also der jüngsten Eiszeit. Und hat dann das, was du, Heiri, gesagt hast, hier am Lindenberg ist oben aus. Also es gibt dann so Gipfel da oben aus. Und da hat noch keine Bauerngewirtschaft, das war rausch das Klima, oder? Aber es hat darüber ausgeschaut. Wenn sich der Gletscher nachher zurückzieht, wenn sich zurückzieht, bildet sich unter Umständen so Restseen, also die Gletscherstirnseen. Es gibt dann so, da ist ein Eis, das sich zurückzieht, es gibt dann so Flecken, wo sich ein Mockeneis, also grössere Ding, ein Mockeneis liegen bleibt. Und das führt in so einer Landschaft, wenn der Gletscher ganz weg ist, dass man
Und dann kommen wir so Begriffe, die wir schon mal in der Zeitung, in einem Buch so gelesen haben. Also man hat dann so Gletscherrandseen. Man hat dann Flüsse, die wegfließen. Ich würde mir vorstellen, so ein Fluss ist etwa vielleicht 20 Mal so gross wie mit Drüss. Dann hat man aber auch da die kleinen Seen und hat dann die Toteislöcher, also wo der Wocker gelegen ist, wo die Messe die Landschaft drin und nachher so unmotiviert zusammenschmilzt und dann ist dort der See drin. Wenn wir uns jetzt vorstellen, es hat der Kopp hat eine Karte entwickelt, wie die alten Gewässer im Kanton Luzern geflossen sind. Wenn wir jetzt vorstellen, das wäre jetzt vielleicht so der Gletscherlandsee, sagen wir der Litauersee, den man kennt, oder der Bremgartnersee, dann hat man hier vielleicht so kleinere Seen, Ballwiler-Baldeckersee, irgend so etwas. Und dann da irgendwie so Toteislöcher. Wenn ich jetzt sage, das ist jetzt Müßwanger Moor, das hier entstanden ist, oder? Dann haben wir hier so ein Löchli, das einfach eisgelegen ist. Wenn wir jetzt im Kopf seine Karte drüber hin tun, sehen wir noch so, dass die See, die da sein können. Das hat folgendermaßen ausgesehen. Man hat hier den Litauersee, man hat den Bremgartensee gehabt, man hat hier die Täler gehabt. Und hier drinnen wäre jetzt unter Umständen so eine Eismocke gelegen, die dort eine Tüle offen gehalten hat, die nachher können durch alle die Tausende von Jahren das mit Sedimenten füllen und nachher die Bodenbildung und irgendwelche Möhrli oder Eier drauf entstanden sind. Wir haben dann also überall, ich habe diverse untersucht, wir haben hier diverse Sachen, also das ist die Auwiler-Ebene hier, dann haben wir hier Rotenburg, hier die Formos und Neuenkirche, alles. Überall, wo die Möhrli sind, oder, wo es tausend Geschichten geht darüber, sind so Totis weggelegt. Jetzt für das zu verstehen, wieso wir im Seetal, das hat mich immer wahnsinnig fasziniert, im Seetal eine spezielle Situation hat. Es ist nämlich so, ich bin mal hier rausgereist, hier in das Gebiet, und wenn man auf der Reliefkarte sieht, haben wir hier, sind unsere Seen sind eigentlich alles Alpenrandseen. Wir haben die auf der südlichen Seite, die können da, Lago Maggiore, Comersee und so weiter, und dann haben wir Ferien gehen. Und nachher hier die wir hier können, hier ist das grosse Meer, und dann können wir vielleicht den Chiemsee, den Achensee, alle diese Sachen. Das sind die Alpenrandseen, oder? Das kann man auch zu der Alpenrand legen, weil der Napf hat sie hier vorne geschüttet. Aber ist ja gleich. Und jetzt ist es so gesehen, dass bin ich hier gestanden und dann können sie einfach laufen bis in die Alpen rein, geradeaus. Das können sie bei uns nicht. Wenn sie hier bei uns laufen, schauen sie immer irgendwie ins Rüsttal runter oder sie schauen ins Emmental über. Und sie haben nie das Gefühl, ich gehe so langsam komme ich in die Alpen rein. Das hat folgenden Grund. Es gibt einfach sogenannte Rüss-Emmenfurchen. Jetzt habe ich es ein bisschen vergrössert, rauszoomen. Wenn wir die vier Waldstädter sehen, da ist das Napfgebiet, da ist Seetal und Zunertal. Rüsttal. Das wäre jetzt ungefähr, wo der Litterberg ist. Jetzt haben wir es so gehabt, die gute Entle ist, wie alle die Flüsse, die wir vorhin gesehen haben, so gerade zu den Alpen ausgeflossen, der ist auch so rausgeflossen. Die Rüss hat sich auch dran gehalten, die ist nämlich da so ungefähr da dran. Ortsgebiet und nachher so das Rüsttal abgeschlossen. Und dann hat sich aber hier ein Durchbruch gebildet, Luzern-Zusammenbruch. Und dann ist ja dort über den Rotseenteil der Rüsttal abgeschlossen und später im heutigen Rüsttal drin. Hat also das hier aufgelöst und hat hier neue Ding. Und Entle hat es hier zugemacht und nachher ist sie hier durchgeflossen. Und jetzt haben wir das Zusammenhängen, da ist ja nur noch der Seewachbach, das ist ja nur noch ein bisschen Wässerli, oder? Und jetzt haben wir hier die sogenannte Rüss-Emmenfurche. Und die verhindert, dass wir Wasser hier unten im Seetal Wasser aus den Alpen haben. Sie haben schon jeden See, haben sie voll Wasser aus den Alpen, oder? Und das ist nachher hier ein Einzugsgebiet vom Waldeckersee, vom Sempachersee. Jetzt müsst ihr vorstellen, der Zugersee hat es auch noch abgehängt. Jetzt müsst ihr vorstellen, wenn ihr jetzt hier ein Problem habt mit irgendetwas in dem Wasser, oder sagen wir Düngereinfluss oder was immer, dann haben wir hier vielleicht eine Aufenthaltszeit von 15, 16 Jahren oder je nach See, wo das Wasser hier liegen bleibt.
Weil es nicht gerade der Bodensee, aber da der Chiemsee und so, die spült es mal durch. Wenn die Tiroler Rache wieder vollkommt, oder, spült sie durch. Die hat oben den Einfluss und den Ausfluss. Und da haben wir gar keine Zuflussrichtungen. Das ist sehr, sehr speziell. Und wenn ihr jetzt von Frankreich bis auf Slowenien geht, ihr habt nie eine Situation, dass abgeklemmte Seen sind. Also der Lindenberg ist ein spezieller Ort und wir haben hier zwischen den Abfächern und so haben wir ein ganzes isoliertes Wasserhaushalt. Jetzt springe ich wieder, das war ein Eiszeit, kommen wir zu den Landnamen. Jetzt habe ich einfach so ein Büchlein gesehen, wo kommt das Seetal irgendwie vor, wo kommen Themen vor, wo das Seetal könnte beeinflusst sein. Wenn man so das Buch nimmt von Eduard Weiss, wo da die Häuser und Landschaften der Schweiz, das ist ein schönes Buch zusammengestellt, ich kenne das, wieso hat man ein Rustico im Tessin mit Stein gebaut, wieso hat man in Jura Holzhäuser gebaut und weiter. Dann hat er da gesagt, das ist da unser Holzgebiet. Das heisst, da geht es jetzt um, wo ist es geschrieben? Baustoff und Dach. Das ist noch klar, in den Alpen nimmst du Stein oder nimmst du Holz, oder? Und hier im Süden, wo wir unsere Granitplatten für den Garten holen, oder? Wir nehmen Stein. Und jetzt ist das ist ein Ackerbaugebiet gewesen. Und hier ist, also bis vor dem 19. Jahrhundert, ist hier Strohdach. Ist das Typische gewesen. Das ist die Strohdachregion. Und wenn wir jetzt sehen, wo bist du da? Hier schauen wir also in dieser Region. Oder? Also wir sind nicht in einem Steinhaus. Also da, und das prägt unsere Geschichte, oder? Weil wir umbauen. Ich meine, wir sehen ja, wie sich die Aargau bemüht mit ihren alten Dächern. Oder zu reiten ist so ein Haus gestanden. Oder? Das berührt uns, oder? Weil es mit unserer Geschichte zu tun hat. Nehmen wir etwas anderes. Eine Karte von der historischen Verkehrswege. Das ist jetzt da die graue Karte drunter geleitet. Das Rote ist eingezeichnet, wo man hat das Inventar in den letzten 15 Jahren hat man es erhoben. Das sind jetzt die national bedeutsamen Strecken, wo man aus Literatur etwas kennt oder wo man sogar Bausubstanz gefunden hat. Wenn man das Seetal anschaut, dann haben wir ganz klar die Verbindung hier ab. Die war historisch gewesen. Also wir sind nämlich von hier weg, ist man hier voller Lenzburg. Auf Aarau oder so etwas. Und das ist nachher ja auch dann die Hauptstrasse geworden. Die verläuft aber im Tal unten und wo der Hügel nicht so gewaltig ist, quert er schnell über. Die andere Linie, die da aus dem Bereich ist, das ist der Klara oder das Bünztal ab, oder von uns können wir das Wüsttal nehmen. Wenn wir nachher, ist auch hier noch gewissen historischer Verkehrsweg und der Durchbruch. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, der Durchbruch hier, der ist eigentlich gar nicht historisch gesehen. Der ist gekommen, wo man diese Bahn gebaut hat. Dann ist es hier zu einer neuen Verbindung. Die andere Verbindung ist hier über den Veromeister gesehen, oder? Und da haben wir mit der Zeit den Bus abgeklemmt und alles, oder? Wir haben hier eine Verbindung. Die Querverbindung, die wir haben, da gibt es historisch Verkehrsweg, jetzt lokale Relikte, aber das, ist eigentlich, das sind keine bedeutenden Verbindungen gewesen. Wer ist schon freiwillig über das Zeug ausgelaufen? Da gibt es da unten die Verbindung und es gibt die Verbindungen, die sekundär sind. Wenn wir jetzt Rüstal, dort habe ich es ganz stark erlebt, wenn wir die Flüsse und die Seen, da haben wir Sümpfe gehabt, die sind Wegleitungen, das müsst ihr euch vorstellen. Ihr seid jetzt ohne die moderne Technik. Und wir haben so blöde Sümpfe und Seenwege. Das ist dann nicht so easy, oder? Dass ihr einfach so übergeht. Also hat sich die Kultur hat sich längst von diesen Tälern entwickelt, oder? Der Rüstaler und man sagt ja nicht, wie soll ich sagen, der Loserer und Lindenberg. Man sagt Bünztaler und Rüstaler und weiss nicht was. Aber wir gehen in diesen Verkehrsweg nach, wo man austauscht hat. Kommen wir auf etwas anderes. Dort haben die Johanniter und deutsche Orden, das ist aus den Kreuzritterzügen raus, die haben da so ein bisschen vorher da irgendwie ein Spital in Jerusalem gehabt, und nachher mussten sie den Vater zurückziehen und irgendwie ist es dann verschissen gegangen und dann sind sie da heim zugelaufen, oder? Und dann hat die Kirche hat ihnen so gewisse, das hat dann eben Kommenden geheissen, und Kommende ist
der Begriff, dass man ein Gebiet in treuhänderische Hände gegeben hat. Es hat noch im Eigentümer gehört, aber der andere konnte es noch zu treuhändisch. Und das hat dann hier bei den beiden Ritterorden hat das auch. Und jetzt ist irgendwie da, weiss ich, die Luzerner oder so, sind da sehr freigebig gewesen. Es ist dann mit dem Kloster Muri im Zusammenhang und dann auch mit dem Hofkloster und mit dem Kloster. Wo ist das andere Kloster? Nein, ich habe den Kloster. Also, und die haben dann das verteilt. Die einen haben mehr Sympathie zu den Johanniter gehabt. Ist ja wirklich was. Und die haben so Freunde gehabt. Und die sind jetzt ausgerechnet hier, so noch zusammen. Die hätten ja können, der eine hier in Flensburg sein und der andere in Arnhem. Aber nein, hier im Seetal haben sie sich getroffen. Sie haben sich vorstellen, die haben andere Ideen gehabt, eine andere Spiritualität gehabt. Die haben vielleicht hier das Dubertal, das Land beeinflusst. Ja, ist natürlich, dann sind es in gewissen Restanzen zurückgeblieben. Von der Reformationszeit, wenn ihr alle die Zürcher, die Berner, alle Zwingli-Grinden und dann nachher der, da, die Kinderschweizer ist sowieso die erste Resultanz. Die sind da im Aargau zusammen, oder Aargau war immer verhürschter Kanton gewesen, oder? Und jetzt ist da die Knautschzone, oder? Da hat sie sich zwischen nie genommen. Da, hier, 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 Zusammenwesen, oder? Wo dann da, zumindest im Aldecker sind. Und wenn wir nachher dann noch via Napoleon mit dem französischen Einfluss schauen, nachher dann haben sogar da verschiedene Jasskarten, oder? Sind sie im Freiamt, dann haben sie noch mit den französischen Jassen. Also es ist etwas passiert, oder? Es ist etwas passiert. Also wir haben da noch die Grenzsteine. Von Bern ist Napoleon gekommen und gesagt, Amigos, wir teilen das jetzt anders ein, oder? Daran haben wir nachher spekuliert, dass sie Hauptstadt sind. Dann haben sie Bahnhofstrasse, Lorenzo Burgas. Die Vorstadt gebaut, oder sind aber etwa 3 Monate die Hauptstadt gewesen, und dann haben sie den Weg geräumt und sind sie frustriert gewesen. Also die Geschichte beeinflusst uns, oder? Also da drin hat man ein bisschen alle 3 Einflüsse gehabt. Kommen wir zu einer anderen Karte. Ich habe hier das Büchlein, das hat mich immer fasziniert. Das ist von der Seetaler, von der Seenart Heimatführer. Das ist so, das ist 37. Heimatführer, und da war so einer, gewesen, der an der Universität Zürich haben sie das Seetal als Forschungsobjekt genommen, der hat eine riesige Karte gezeichnet, alle die Sachen eingezeichnet. Ich bin dann über das gestolpert und habe gesehen, da heisst es Gucki Bad, da können wir das sonst nur da von da gehen wir die Heilquelle Schinznach und so weiter, oder? Jetzt hat es aber ein Bad gehabt. Die übrigen Bäder können irgendwie aus dem St. Gallischen Rital und so. Das Gucki Bad. Jetzt habe ich gedacht, woher kommt das Wasser? Jetzt komme ich wieder auf deine Karte her. Hier oben. Jetzt liegt das Gucki Bad ja genau dort, wo das Wasser ist. Jetzt ist aber da unten noch ein Bad. Und wenn ihr drinnen leset, hier im Heimatführer, dann sind dann nachher umgebaut worden zu Beizen und werden heute nicht mehr genutzt, oder? Da gibt es noch das Augstholz. Das Augstholz war aber eine Heilquelle. Das ist offenbar so ein Brünnchen, das irgendwo getroffen ist. Also es kann gut sein, dass das natürlich nicht in einem grossen Grundwasserbereich ist, sondern das Kluftwasser war. Nehmen wir wieder eine andere Karte. Ich habe auch an die Flüger gedacht. Oder? Mein Bruder ist auch mit Hobby. Modellflüger und ist Pilot und so, da haben wir immer gehabt, mitgenommen zum Navigieren und so. Und die Flughinderniskarte, das interessiert mich immer. Jetzt nehmen wir die Flughinderniskarte. Wir haben dann hier eingezeichnet, irgendwann, wenn es so leicht ist, ist befeuert und das sind Hindernisse, die nicht befeuert sind. Und nachher haben wir hier die Starkstromleitungen. Jetzt nehmen wir den Lindenberg. Die haben ja gar keinen Strom. Geht ja alles rundum, oder? Haben ja keine Leitungen, nicht einmal Hindernisse. Also da sticht jetzt der Lindenberg wieder raus, weil sie ungeschüchtert so etwas hinlegen, wo so grossflächig keine Hindernisse drin sind. Kommen wir zu der Evolution des Lindenberg. Jetzt trifft es sogar die Aargauer ein bisschen. Klaus Ewald, das war ein ganz ein witziger Typ, der leider der, bis er 80 war, auch viele Frustrationen erlebt hat. Er hat sich immer mit dem Landschaftswandel auseinandergesetzt und hat das vor allem anhand von Karten gemacht.
Und er hat dann da in seinem hohen Alter hat er da die ausgewechselte Landschaft geschrieben. Und da gibt es auch ein Kartenband dazu. Und in diesen Karten innen tut er, also in seinen Karten innen tut er aufführen, was ist passiert in den Kartenwerken in diesen verschiedenen Jahren. Und dann hat er zwei, also so, das würde ich jetzt ganz kurz im Kopf halten, die grünlich-bläulichen Töne, das ist von der, wenn wir hier eine Karte haben und hier haben wir einen neueren Jahrgang, dann sind die neu im Jahr, in der neuen Karte. Alle die grünlichen und rötlichen Signaturen, die sind weg gewesen. Jetzt die Karte ist jetzt präzise hier, vom Rüstal bis hier so ein bisschen fast auf den Winterberg. Was hat er hier eingezeichnet? Beinwil, also nur so ein bisschen husch-husch. Also bei Beuel mit den Irpen meinen, dass ich da in den Hof rausgehe oder so, das ist so husch-husch, oder? Das ist Beinwil. Und irgendwo da oben ist, könnt ihr nicht noch etwas schieben. Also wunderbar, die Karte. Was sieht man jetzt? Also zwischen 1840 hat er Karten angeschaut, 1885 hat er Vergleich gemacht. Wir haben hier die Gretschel getönt, das sind die Sachen, die neu aufgenommen worden sind. Flächige Sachen ist Wald oder Feuchtgebiet und lineare Sachen sind Hecken. Das heisst, es war hier noch so ein Spiel gewesen. Dann haben wir hier, ist natürlich, ja, da steigt es ein bisschen Hang auf, das ist anders als in Bönstal und Rüstal. Da sind mehr flächige Sachen. Da ist also einiges passiert. Das ist nicht alles real draussen passiert, sondern auch ein bisschen mit der Genauigkeit der Karten zu tun. Vielleicht haben wir auch gewisse Sachen aufgenommen. Wenn wir jetzt noch 1885 bis 1954, das ist ungefähr mein Geburtsjahr, wenn wir in dieser Zeit anschauen, ist offenbar ziemlich viel passiert. Und man sieht, dass in diesem Bereich hier nur, in Anführungszeichen, nur lineares passiert ist und das Flächige hier im Rüstal passiert ist. Das heisst, das Rote wurde gelöscht. Also Kleingehölze, Hecken, die sind dann verschwunden. Also als ich auf die Welt gekommen bin, habe ich den Heckenbestand von meinem Vater nicht mehr erlebt. Dann sind wir 54, 76, das ist eigentlich meine Lehr- und Wanderjahr. Dann ist gar nichts passiert. Der Grund ist aber massiv. Hier im Rüstal. Da sind Naturschutzgedanken langsam gekommen. Und da oben ist die Sache eigentlich bereinigt. Da hast du jetzt da schwarz. Ist vielleicht noch von den einzelnen Hecken noch wieder geduftet. 76 bis 88. Ist hier überhaupt nichts passiert? Hier im Rüstal ist es voll losgelaufen. Oder 78 haben wir einen Diplomarbeit gemacht. Also da ist etwas passiert. Und da ist es eigentlich schon abgeschlossen gewesen. Also 1976 ist, was sichtbare Strukturen sind, bereinigt gewesen. Gehen wir ins Jahr 2000, ist da gar nichts mehr passiert, außer da haben wir, ja, ist eigentlich nichts mehr passiert, wobei da so vereinzelt ist noch. Wir haben jetzt neue Karten mit Vernetzungsprojekten. Also seht ihr das, was mir zum Beispiel vielleicht bemängelt oder was man sich noch zurückerinnert, was passiert ist, ist eigentlich in den 70er Jahren abgeschlossen gewesen. In der Zwischenzeit ist strukturell auf unseren Karten nicht mehr passiert. Anbauschlacht, das ist etwas, was mich immer fasziniert hat. Ich bin fasziniert vom Moor. Da gibt es da das Buchschmier, das mit Hand gefallen. 1940, 1946 ist auf den letzten Quadratmeter das vom Plan Wahlen abgerechnet worden. Das hat man vielleicht für Meliorationen durchgeführt. Hier zum Beispiel das Drachenried, das schöne Fotidene, wo sie dann eben das trainiert haben. Das ist der Malweg von Stanz auf Sarnenau, oder? Das hat noch eine Kornkammer von Zürich, eine von der Kornkammern von Zürich gegeben. Man konnte fliegen und sehen. Das ist im Eigental hinten. Das ist so ein Voralpenmoor, das ist halt ein bisschen dürfen. Da hat man einfach mal so ein Gräben gezogen, als Wasserwerk ist, dass man vielleicht ein bisschen mehr produzieren kann. Und hier die Lindebene, erste von der Linde, nein, viel, viel noch der. Die Lindebene-Melioration, das ist eben nicht der Hochwasserschutz, sondern Melioration. Da hat man sogar eigene Maschinen erfunden, für alles, die würden wegzumachen. Jetzt, was ist passiert? Eine wunderbare Karte. Wir haben auf diesen Karten, wir haben die Wässerungen sind blau. Das heisst, nicht alles, was Moor sind, ist entwässert, sind auch nasse Böden entwässert worden. Das sind Entwässerungen. Grün sind Güterzusammenlegungen.
Das ist, wo man nachher die Berge wieder zusammenlegt. Rot sind Rodungen. Und die Idee war, dass man Produktivität für Nahrungsmittelsteigerung in der Schweiz, dass man die per Dekret umsetzen müssen. Jede Gemeinde einen Auftrag bekommen. Und so still als die Rotenburger sind, die Rotenburger sind dort zum Revolutionär geworden und haben sich geweigert, die haben kein Holz umgeschlagen. Wenn man jetzt hier einblendet, was im Seetal passiert ist, sehen wir, das ist klar, hier im unteren Seetal hat es etwas nassere Böden gehabt, wir haben hier Verkehrswege, wir haben Seenöhe und so weiter. Und nachher sehen wir wieder hier in oben, hier haben wir trainiert, das sind die blauen Sachen. Der Rest ist nur ein bisschen Wald, wo man vielleicht einen Schnauzenweg gemacht hat, für den Acker zu vergrössern. Oder? Wenn man schaut, was hier alles passiert ist, ist das Seetal wieder rein geografisch, ist gar nicht so wahnsinnig betroffen gewesen. Sie haben aber noch so Aussiedlungshöfe, haben sie neu aufgetaucht. Das ist also nach dem Zweiten Weltkrieg. Zeitwandel. Schaut ihr noch? Ja. Hast du nicht der Schluss? Also, der Zeitwandel. Ich liebe seit der Landestopografie hier. So die, früher musste ich aber in Bern die alten Luftbilder durchblättern. Heute kann ich es im Internet. Ich kann sie auch ein mit so Computertricks nachher auch ein abladen und das nicht muss kaufen. Jedes Bild wäre 91.50 Franken zum Beziehen. Und ja, man sieht es nicht so genau. Also was habe ich rausgenommen? Ich habe mal die Waldlandschaft und das Palmoos genommen. Der Händler hat ja da gesagt, das ist eure Perle, der rote Fleck auf der Karte. Oder? Dann habe ich das gerade Palmoos gesucht. Also, ich selber habe auch schon oben gesehen. Allerdings zeige ich nicht mehr, aber es hat ein Moos gesucht, dann hat er auch mitgenommen. Dann haben wir hier, ist das paar Moos drin, also sind wir da irgendwo auf einem Lindenberg oben, da die geografische Zuordnung können sie selber machen. 1931, das sind etwa die ersten Luftbilder gewesen, die geflogen worden sind hier von der Landestopografie, also so zwischen 31 und 36 ist die erste rausgekommen. Was mir dann aufgefallen ist, dass man hier in dem Wald innen diverse Parzellen kann sehen. Hier hat einer offenbar ein Gnosch gehabt, hier ist offenbar das Moor. Und da haben wir schon irgendwie eine totale Holzproduktion. Also wir haben Parzellen eingeteilt, die wie Salonbettchen genutzt werden, oder? Also pflanzisch, erntisch und so weiter. Bis in 1995, zwischen ihnen ist der Lindenberg wieder ausgeblendet worden. Meistens hätten wir es in den 60er, 70er Jahren noch Hopten. In Lindenberg haben wir keine Hopten, aber mehr zugänglich. Bis in 1995 habe ich nur einen Ausschnitt, das ist ein Ausschnitt, nur am Rand gesehen, noch verwünscht. Also ist das vor dem, das, ja, wie heisst es, Palmoos ist dann hier offenbar. Hat man hier irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendetwas gemacht oder ausgeholzt. Das kommt aber immer noch so als spezieller Fleck raus. Man sieht hier, das weiß ich nicht genau, was da passiert ist, ob das eine Schliessungsströße oder ob das sogar gewisse Drainagen abbildet. Wenn wir jetzt 2007, neuer sind wir auch noch nicht geflogen worden, ausser der Kanton hat die Karte, aber das Land ist dort nicht. Dann sehen wir die Auswirkungen von dem, dass es unter Schutz gestellt worden ist durch den Kanton und dass man hier den Moorperimeter hat und hier einen Perimeter von Aufwertungsmassnahmen. Das heisst, dass man zum Beispiel mehr Licht reinbringt oder so. Die ganzen Strukturen sind aber offenbar da, die Sachen sind langsam in das Alter gekommen, wo man es jetzt nicht mehr genutzt hat. Wenn ich jetzt hier von Asch bis also das ganze Seetal drauflaufe, dann kann ich verschiedenste Waldbilder begegnen. Also ich habe hier den Laubwald mit Bedeckung am Boden, verschiedene Pflanzen, wo man sogar auch gewisse Totholzanteile hat. Aber ich habe auch so ein Bild. Also ich habe auch eine Baumkultur, wo wir auf Produktion arbeiten. Jetzt muss ich vorstellen, was hier steht. Ich kann auch sehen, was hier steht. Hat keiner von diesen Bäumen hat mein Alter. Also das sind junge Wälder. Und was die Bauern immer, also die Waldbesitzer immer kämpfen, ist natürlich, wenn du mal Licht drinnen gehabt hast, Licht angesehen mit den Böden, dann ist es nicht auf die Brombeere. Gehen wir noch schnell ins Offenland. Hier habe ich auch 1976 und 2007. Und dann 1976 ist der Ausschnitt ein bisschen kleiner. Das entspricht dem Ausschnitt. Das ist Müswangen.
Und dann sieht man hier, dass ich jetzt hier relativ viele Obstbäume habe. Es ist wieder bis in die 70er Jahre passiert gewesen. Dass jetzt zum Beispiel die massiven Obstbäume weg waren. Das ist nicht vor 2 Jahren gewesen. Wenn ich es jetzt vergleiche mit dem 2007, jetzt schauen wir nur noch die 2 Bilder an. Wenn ich jetzt die Veränderung hier anschaue, die Obstbäume lohne ich weg, das sehen wir, das ist ja... Das ist das. Dann habe ich hier Siedlungsausdehnung rot, also das sind Einzelhöfe, das sind also ganz grob hier einfach so von der Wohnung gefahren. Das ist Siedlungsausdehnung. Das ist eine Realität. Von den Hecken, die es hatte, sind die Teile weggekommen. Das ist vielleicht marginal oder so, weil es hat ja hier nicht so viele Hecken in dem Gebiet. Aber es ist etwas, ist auch wieder reinigt worden. Man sieht es auch an den Parzelleinteilungen. Und hier oben haben wir da in dem Bach, also wir sind nicht mehr Jogger, ich weiß, wie er heisst, hat man eine Aufwertung gemacht. Das ist noch das Projekt von der Ecovia, wo da jetzt hier den Bach wieder so Weiher und so weiter, also wieder eine naturnahe Struktur hat. Kommen wir zu den Vegetations- und Lebensräumen. Balbeck. Balbeck, Kloster. Schwester Marcella Keller, die war Botanikerin. Die ist jetzt, ich weiß nicht, vielleicht 85 oder so. Ich habe jetzt gerade vor einer Woche mit dem Kloster telefoniert. Sie ist also jetzt nicht mehr ansprechbar im Sinne von, dass sie noch ein bisschen befragen. Die hat im 72 hat sie die Naturforschungsgesellschaft in einer Bande publiziert. Das heisst, kleinräumige Verbreitung der von Pflanzenarten im Luzerner Seetal und so weiter. Sie hat dann auch die Aufnahmen dazu in den 60er Jahren gemacht. Also sie hat da schon irgendwie etwa 10 Jahre zurückgeblickt. Was wir jetzt hier, und dann hat sie zu einigen Arten, also vielleicht 70 Arten oder so, hat sie Verbreitungskarten gezeigt. Sie hat die Aufnahmen während etwa 6 Jahren gemacht. Was wir jetzt sehen, ich nehme jetzt eine Art, das ist eine Verbreitungskarte zu der Wiesensalbei. Das ist hier der obere Teil, also wieder, wo wir vorher ein bisschen angeschaut haben, mit Müswangen, Hennigchen und so, und Palmos. Und das sind nachher das, wo er schwer mit, dass das eigentlich ein Spezialstandort ist. Das ist Palmos, da war schon mal noch Torffläche. Und das ist Müswangermoos, wo offenbar auch noch einen Anteil Dorf gehabt hat. Sonst war es vermutlich Flachmoor. Die Wiesensalbei, da schreibt sie, ja, sie ist schon zurückgedrängt. Also auf Wegböschen, also in den Wiesen finden sie nicht mehr groß. Als ich das Buch in den 90er Jahren entdeckt habe, ja, ich habe immer überzeugt im Seetag gehabt. Nein, ich sie wirklich nur an der Strassenbüsche nachher gefunden und dachte, wo hat er die überall in dieses Arbeit gefunden? Es ist eigentlich eine attraktive Pflanze und eigentlich jeder könnte sie. Die Reaktion darauf war, dass man sagt, jetzt machen wir wieder ein bisschen Naturschutz, jetzt machen wir wieder ein bisschen naturnahes Grün und die Gemeinde wird auch in die Pflicht genommen, jetzt müssen wir Verkehrsflächen begrünen, heute findet ihr. Also dann ist das, der Bestand ist zurückgegangen und heute wird er wieder etwas zugenommen. Wo findet ihr sie? Auf der Verkehrsfläche. Es ist keine Wiesenpflanze mehr, sondern es ist eine Zierpflanze. Frühlingsschlüsselblume. Frühlingsschlüsselblume ist insofern interessant, weil die Schlüsselblume gibt es auch noch da, die Bleichgelbe. Das ist dann die Waldschlüsselblume, oder? Und die könnte eigentlich dort, wo ich aufgewachsen bin, das ist einfach, wo es ein bisschen nass ist, oder in der Schweiz und so. Aber Frühlingsschlüsselblume habe ich eigentlich so als Jungen erst mit aus dem Jura gekannt. Das heisst, das ist ein gewisser Trocknezeiger, also magerweiss und trocken, und das andere ist magerweiss und feucht, also Napf ist die andere. Oder? Und die hat das rechts Verbreitungsgebiet gehabt. Die zieht offenbar aus den etwas feuchteren Stellen nach, wo da durch die Gewässer und so weiter gespissen ist. Die war allgegenwärtig gewesen. Und die bringen der eigentlich weniger durch den Schnitt, sondern durch die Nährstoffe weg. Also wenn die Wiesen ein bisschen intensiver geschnitten, dass sie verschwunden ist, passiert dann, wenn Nährstoff kommt, nicht wenn die Schnittfrequenz steigt.
nehmen wir eine andere Art, eine kleine Wiesenknopf, das ist so eine Chaupi-Pflanze. Die ist sehr interessant für die Insekten, aber die ist auch in der trockenen Standort, in der feuchten Standort. Einfach bitte keine Düngermaßnahmen. Die war recht verbreitet, war in Säumen, war im Wald, also in einem Gebüsch, war in der Wiesenosse, in einem Wegbörtchen nachher, die war überall verbreitet. Die ist natürlich auch relativ stark zurückgegangen. Dann kommen wir zum Schlangenknöterich. Der Schlangenknöterich habe ich gesehen, jetzt muss ich schnell über die Homepage. Irgendein Wanderer hat da letzte, irgendwo auf wander.ch, da oben, irgendwo zu Müsswangen dokumentiert. Ein Schlangenknöterich, Zahnbürste, was immer, das können ihr alle, oder? Und wenn ihr gerne ein Würstbrötchen habt, habt ihr gewusst, dort, wo der hervorkommt, sitzt sie sicher nicht ab, weil dort ist es nass. Und ihr habt, wenn ich jetzt würde euch in Erinnerung fragen, sage ich, ja, es war ein kleines Reck, wo man gesehen ist. Also, in den höheren Lagen. Und siehe da, nass und höhere Lagen war der Schlangenknöterich. Das heisst, man kann, hier unten war es zu tief, also hier und bei den Rieden, so ist der gar nicht, dass man denkt, dass da können auch wieder in den Losen schauen. Also, und jetzt kommen wir doch zu eurem wunderbaren Moor. Die hier, die göttliche Besenheit, das ist nicht mit Erika zu verwechseln, wo man sonst auch auf den Gräber hat oder auf dem Balkon im Winter. Aber die Besenheit sieht recht ähnlich aus und ist eine typische Dorfpflanze. Und die Dorfpflanze ist aber nicht so, die ist mehr an Zürich gebunden. Also das heisst, wenn da ein bisschen nebendran ein saurer Waldboden ist oder Föhrenwald oder so etwas, ist es der Wurst, der muss nicht ein Dorf haben, aber der saure Boden. Und dann haben wir unseren Standort und ziehen da. Sie kommt tatsächlich im Balmos vor. Jetzt kommt noch eine grosse Spezialität. Jetzt kommt die Rauschbeere. Die Rauschbeere heisst auch Moorbeere. Die Rauschbeere heisst so, weil sie in der Literatur beschreibt, haben wir einen Haufen deren Essen. Sieht man dann ein bisschen beschwipst, oder? Und wenn ich das Rotenturm oben das dürfen kartieren, habe ich eine Woche lang hier oben kartiert und eines Abends habe ich eine Ofenmaltinenbüchse. Ofenmaltine kommt aus dem Sektor, oder? Ofenmaltine, Heliumaltbüchse mitgenommen und habe diese Beere und habe gedacht, Erwin, wenn du am Abend müde bist, ins Bett sinkst, wie sich ein Büchse rausspielt. Das ist nicht passiert. Vielleicht habe ich schon so müde geschlafen. Aber wir haben jetzt hier, in eurem Moos innen, ist die Rauschbeere, die Moorbeere. Oder? Also in dieser Plastik. Da aussen aber ist inzwischen natürlich trainiert worden. Und das war nicht mehr so feucht. Und das Dorfboden war irgendwie unter Wiesenvegetation. Und da hat sich noch ein Bergpflanze, da die Bewilder, die Gänsekresse, die hat sich da noch offenbar mögen halten. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch vorkommt. Wenn ihr die Schweizer Verbreitungskarte anschaut, ist das ganz klar eine Gebirgspflanze. Nicht Hochgebirge, oder? Nicht abseilen, aber es ist eine Gebirgspflanze. Und da oben ist 800 Meter und da oben kommst du Zulagen über in der Landwirtschaft und so weiter. Zwei bist, oder? Und da hat es die Pflanze noch gehabt. Noch ein Wort zu der. Ich dachte, ja, weil Tier oder Dreh und so haben uns nicht so interessiert, aber zum Beispiel Schlangen oder Echsen oder irgend so etwas, das ist doch immer noch so etwas, was man verkaufen kann. Jetzt nehme ich hier mal die Bergeidechsen. Die Bergeidechsen ist für Kritiker in der Mitschilfe. Die hat drei Namen. Die heisst Bergeidechsen, die heisst Waldeidechsen und die heisst Mooreidechsen. Das ist ein bisschen nicht, was erlebt, aber wir haben noch gewisse, was die Eicheidechsen ist. Jetzt haben wir die Verbreitung anschauen. Und nachher haben wir hier natürlich irgendwie alles da in diesen Bergteilen. Nachher im Meckerwald in diesen Mooren, im Küsereinwald, unter dem Moor nachher und hier auch in der Ebene hat es ja auch noch da in diesen nassen Zeug. Also da ist die Mooreidechse, da ist die Waldeidechse. Und hier oben ist die Bergeidechse. Also wir sind wieder auf dem Berg oben. Hat es da irgendwo eine Bergeidechse? Da haben wir keinen Sümpf, wir haben kein Moor. Aber nicht den Berg, also als Bergeidechse.
alles nicht ich erfunden, das habe ich nicht. Irgendein guter Kollege von mir das geschrieben. Da gehe ich ein bisschen drüber. Also wir haben 12 Naturräume ausgeschieden im Kanton Luzern. Die erste Broschüre habe ich mitgestaltet, die ist etwa 15 Jahre gesehen. 2017 eine neue Auflage gemacht. Jetzt kommen wir wieder in den Seetal respektive Litterberg. Schau ich jetzt einmal. Jetzt haben wir hier die Seelandschaften und dann haben wir das zentrale Hügelland. Das zentrale Hügelland erinnert doch hier mit dieser Zusammenfurche. Das ist das zentrale Hügelland. Da ist die Geologie wieder anders. Hier sind die Seelandschaften. Und wenn wir jetzt hier wieder zu Winterberg einbauen, könnt ihr euch nicht so recht entscheiden, zu welcher Landschaft ihr gehört. Weil euren historischen Weg habt ihr ja gleich müssen, aber Milch bringen auf Hitzkirch, weil die, die drauf haben, sind dort unten gesehen. Also der Zusammenhang jetzt da zwischen Seenlandschaft und Berg. Das auf das gar nicht sehr weit. Dann komme ich noch kurz auf Kulturlandschaft. Sagen ihr, ja, so romantisch, aber. In Irlosen oben im Waldhaus bin ich natürlich noch mit dem gefahren. Also, wo man auch so geschafft hat, da war der Kohli. Mein Onkel war Dragunser, oder? Und ich bin ein bisschen jünger, ungefähr in dem Stolz bin ich. Kohli war einfach so lieb, dass er nicht müde war, weil er selber gewusst hat, wie er bin dann auch in die Schmitte gegangen, auf Rheinhaben, oder? Er war so vernarrt, er hat mich auf den Kohli gesetzt und gesagt, du, der Onkel ist reingekommen, geh mit dem Kohli, der könnte den Weg, oder? Der hat mir dann auch den Hut abgezogen unter einem grossen Bierenbaum, da habe ich gewusst, ich habe den blöden Ross abbekommen und habe ihn verloren. Aber anyway, wenn ich dann so ein bisschen in dem geschwelgt habe, meine Töchter sind gewachsen, ich konnte das nicht mehr verzeihen. Also wir haben in dieser Zeit einen Wechsel erfahren. Also meine Töchter müssen sich mit der Silobahn beschäftigen. Ich tue das nicht werten, aber das sind Wechsel kürzestens. Das ist nicht das Mammut, das umgekehrt ist, oder unsere Vorfahren, die Hecken ausgerissen haben, sondern das ist heute, hier und heute. Jetzt haben wir, schau, in Seetal, was berührt das bei mir? Ein Hedigerstumpen hat doch jeder, in der Schmitte hat doch einen Hedigerstumpen im Mund gehabt. Oder? Das Mutterkorn, das war der Ziehbageige, der hat es geimpft, das waren Vertragsflächen, da habe ich nächtelang mit der Tante Mutterkorn aussortiert. Der Strohhut, das ist ja die ganze Strohgeschichte. Wir haben auch ganz lange reden im Seetal, oder? Jetzt da in Zürich haben sie mehr Seiden und so gemacht, das Gehirsau haben Seiden gemacht und kleine Strohhüte gemacht. Erinnert ja wieder an die Strohdächer. Also da waren Leute, die etwas von Stroh verstanden haben. Und der Schlömer, da wie das Mostglas, das war ja mal ein Granador und dann weiss ich, das hat gewechselt und gemacht. Und schönes Seetal und Hochstammobst und so, aber eigentlich der Most habe ich dafür ausgedrückt. Der Stolz ist noch rum. Auch in aller Widerwärtigkeit oder veränderten Zeiten. Schaut mal da, die Seetaler, die sind begeistert. Und sie sind begeistert, wenn sie ein Produkt herstellen. Also der Stolz ist noch da und sie ist dann her. Hey, schau, meine Ecke, oder? Und die doch neu in den Dreck kommen, oder? Und jetzt kommt aber etwas dazu, im Zeitalter der jüngeren Generation, der neuen Marktsituation und des Internets. Hey, so präsentiere ich die Zeitalblasse. Das ist nicht mehr ein Bauernhof, wo da Knäutief Dreck ist und so weiter. Das ist edles, verfeinerte Ware von Bauernhof aus dem Seetal. Oder so etwas, oder? Das ist im Window, im Shoppingcenter unten, oder? Am Samstag, 21. Oktober, im Ebenencenter, oder? Lokalwochen, am Freitagabend, Anna Stocker am Stand und du kannst frisch zubereitete Herdöpfe degustieren. Das ist ein persönliches Engagement, zu den Kunden zu kommen. Das ist nicht das Trocklar, dummere, wir brauchen Geld, und wir sind schön, das ist doch alles und überhaupt, oder? Sondern da ist noch ein Stolz zu den Talen, ein Stolz zu den Produkten, auch wenn nicht alles gelingt. Wenn ich dann anschaue, oder, da haben sie irgendwo sogar noch irgendwelches Kulturgeld gefunden, dann haben sie ein Museum gemacht, da haben sie nicht gefunden. Seetaltourismus, oder? Mit Abboten, oder? Meine Stümpel, die Seetaler sind aber nicht gerne von Schaffen, die haben das Geld verdient, oder? Wir sind immer dort dran vorbeigefahren, haben wir nach dem Heuen müssen oder dürfen baden, oder? Also das war eine Realität und die versuchen wieder aufzunehmen. Wenn ihr schaut,
Das ist alles neu. Gestern aus dem Ding da als historische Vereinigung sieht das. Immer wie die Historie, die ich erzählt habe. Es gibt Leute, die sich interessieren, die hier Töpferwerkstatt machen. Förderverein Steinzeltwerkzeug, sogar Eiszeitkomfort oder noch Eiszeit. Verein Hans-Jakob-Sutter-Sammlung, selber Brötchenformen. Oder? Alte Schnitte, da stehe ich auf Pfäffiken runtergeritten bin, die Schmitte gibt es ja nicht mehr. Die alte Schmitte interessiert noch. Es gibt ein Rahmenprogramm mit dem Tabak und da gibt es natürlich noch, wenn man es ein bisschen lustig hat, gibt es dann etwas Gutes zu essen und trinken. Und vielleicht taucht irgendwo noch eine Musik auf. Also das ist gelebte Kultur. Das ist das Bedürfnis, das ist nicht unsere Liebesinsel. Wir sehen uns zurück nach diesen Sachen. Und wir müssen unsere Landschaft, unsere Geschichte begreifen, damit wir können begreifen, was da überhaupt passiert in der jungen Zeit. Zukunftslandschaft. Zweite Hälfte vom letzten Jahrhundert. Das ist eine Bleistiftzeichnung. Habe ich die gefunden? Ich weiß nicht mehr, wie ich das habe. Die haben mir irgendwie gefallen. Da hast du ein Dörfli, dann hast du Höfe, dann hast du Wald, Bäume, die Struktur in unserem Körper, etwas weg. Und das ist, glaube ich, die Anwohnerin. Jetzt sind wir in den Kommenden. Bin ich schauen, ich kann natürlich, wenn du dir vorstellst, das ist der Modellflüger. Der Maler ist sicher mit euch etwas höher oben gewesen, also so kann ich darstellen. Oder ich wollte nicht fliegen. Ich bin hier unten gestanden, aber eigentlich sehe ich das Gleiche. Kirchenturm, Gemüse, ich sehe Bäume, und dann noch einen Ausblick hier in die Vergangenheit. Also hat sich überhaupt etwas verändert? Äußerlich. Oder sind es alles innere Veränderungen? Auf der Wiese, in den Herzen, in der Siedlungsdichte? Ich sage nochmal zum Abschluss, und ich bitte zu verziehen, dass ich so lange überzogen habe, ein Sohn zum Lindenberg. Und danke für die Aufmerksamkeit. Sehr gut.